Meine sehr verehrten Damen und Herren, als meine Schwester vor 50 Jahren nach Kleve, das heißt in den Kreis Kleve, zur Heirat sich aufmachte, hat mein Vater gewarnt. Auf die Güntekant von Rien geht man nicht. Das wäre das Westfälische, aber das war nicht so gemeint. Eigentlich kam er teilweise aus Paderborn, wo er keiner auch herkommt. Wir sind beim Abend Sonnenschein und haben ihn relativ früh, der Jahreszeit gemäß. Und ich denke, wir sind hier auch an einem schönen Ort und wir sind wie die Schiffer im großen Kahne und können es uns momentan auch gut sein lassen. Und wir versuchen, so rasch es geht, nicht noch schneller sprechend, als ich sowieso tue, aber so sprechend, dass Sie ungefähr verstehen, was ich meine, Sie durchzuführen durch die lyrische Rheinlandschaft. Lassen Sie mich emphatisch beginnen. Wir hoffen es mit vereinten Kräften. Der Rhein ist nicht tot zu kriegen. Und wenn der Strom, was Gott und die Menschen guten Willens verhüten mögen, doch einmal derartig aus seinem Bett vertrieben oder in ihm gestört wird, mit anderen nüchternen Worten beispielsweise endgültig mir nichts, dir nichts umkippt, was seine Wasserqualität angeht, oder poetisch gesprochen seine etwa irgendwann doch vollends vergifteten Fluten betrifft, sodass man ihn schließlich gar mehr fürchtet als liebt, dann werden die seit alters vorliegenden literarischen Zeugnisse und darunter vor allem die Gedichte aus dem sprachlichen Gedächtnis der Anwohner und weit darüber hinaus einen derartigen und hoffentlich umstürzlerischen Vorwurf schmieden, dem sich niemand der Verantwortlichen wird aussetzen wollen oder können. Die Rettung wird nahen, Verse werden siegen. Die sagenhafte Lorelei wird nicht untätig bleiben. Wir geben die Hoffnung nicht auf und sehen, wie ich anfangs mit unserem Kahn schon angedeutet habe, im Übrigen bereits tröstliche Zeichen am Horizont. Erstens Lyrik. Warum vor allem scheint die lyrische Antwort auf das Naturwunder des Rheins so mächtig und wichtig, obgleich in jüngerer Zeit ständig der unaufhaltsame Untergang gerade der Lyrik berufen wird? Die Lyrik ist eben nach wie vor die knappste, gebundene, sprachliche Kunstform, die für das Singen und Sagen über belangvolle Stoffe von so vielen Sprechern sowohl meisterlich bis weniger überzeugend benutzt wurde und wird, wodurch diese Weise der Darstellung jene Seelenbefindlichkeit unseres Landschaftserlebnisses übersichtlicher und knapper in die Erinnerung an das unüberbietbar Schöne und Ergreifende eingeschrieben hat. Soweit, so gut. Die nicht genug zu rühmende Zusammenfassung von Wissen und Leben des 19. Jahrhunderts, das sich durch seinen Rheinkult besonders hervorgetan hat, bildet nach wie vor Meyers großes Konversationslexikon vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Zufällig wird dessen 13. Band aus dem Jahre 1908, übrigens das Geburtsjahr meines eben schon genannten Vaters, mit dem Artikel Lyrik eröffnet, in dem es auf ebenso unmissverständliche wie auch heute noch nachzuvollziehende Weise heißt, Lyrik, lyrische Poesie, ist diejenige Gattung der Poesie, in der das lyrische Element die Herrschaft besitzt. Das lyrische Element liegt aber dort vor, wo nicht sowohl bestimmte, auf unser Gefühl wirkende Vorstellungsgebilde die Seele des schaffenden Dichters zur Darstellung anregen, sondern wo lebhafte Gefühle und Affekte den Hauptinhalt seiner inneren Erregung ausmachen und von ihm in hin- und zulänglicher Weise poetisch verkörpert werden. Das lyrische Element macht sich mit anderen Worten immer in dem subjektiven Gemütsanteil, der das Vorstellungsleben begleitet, geltend. Dann heißt es, diesem Gegensatz milderer und starker lyrischer Affekte, die eben uns betreffen, entsprechen die lyrischen Hauptgattungen des Liedes und der Ode, bildet das Wohlgefühl des Schönen das eigentliche Ziel, nach dem der Dichter verlangt, so wird er zum Liede hinneigen, dagegen, wenn ihn die Kraft des Erhabenen fesselt, zur Ode. Soweit der Anfang dieser die Weltlyrik in den Blick nehmenden Betrachtung,
die uns wohlgemerkt einigen Aufschluss über unser Thema vermittelt, indem nämlich besonders auf die als eher privat oder liebenswürdig zu bezeichnende hauptsächliche Beschränkung auf das Lied hingewiesen wird, mit dem sich Dutzende vom Rhein beeindruckte und aufgrund solcher Erlebnisse mehr als beflissene Dichter auf Landschaft und Strom, Himmel und Wasser, Burgen, Städte und Wellen, Schiffe, Menschen und Sagen eingelassen haben. Darüber, was sie gesehen und empfunden, gefühlt und erahnt, erzählt bekommen, erfunden und erlebt haben, wollten sie in Gedichten poetische Rechenschaft geben. Wie mit Recht vom lyrischen Ich die Rede ist, das nicht mit dem Sprecher des Gedichtes verwechselt werden dürfe, so ist auch von vornherein davor zu warnen, alles für bare Münze zu nehmen, was über den Rhein und seine Landschaft gesagt wird. Nicht umsonst ist Kunst erfinderisch und die lyrische Rheinlandschaft ist teilweise eine Schöpfung, die als menschliche, phantasmagorische Variante unbedingt mit jener Realität in Beziehung gesetzt und verglichen werden muss, wie wir sie historisch oder in der Gegenwart in Realität eigentlich vorfinden, zählen und messen können. Was der angesprochene Meyer bei der Lyrik leistet, hat er auf geradezu poetische Weise auch beim Artikel Landschaft unter Beweis gestellt. Dort heißt es, dass damit jeder Ausschnitt der Erdoberfläche gemeint sei, den wir von einem bestimmten Standort aus zu überblicken vermögen, bis im Horizont oder Gesichtskreis Erde und Himmel zusammenzustoßen scheinen. Jede Landschaft kann unter einem naturwissenschaftlichen, unter einem künstlerischen oder unter einem kulturgeschichtlichen Gesichtspunkt betrachtet werden. Soweit das Zitat. Wir hier sind eindeutig den beiden letzten Möglichkeiten verpflichtet und lyrisch hat auch natürlich eine Doppelbedeutung. Was gesagt ist, das Lyrische, das im Gedicht sich äußert, wird zum Markenzeichen, in dem wir die Landschaft, wie wir sie jetzt sehen, wenn das nicht gerade mich jetzt störte, sondern ich nur das Wasser sehe und dann den wunderbar gefärbten Wald, dann wäre das die lyrische Rheinlandschaft auch. Zweitens, frühe Annäherungen und Entdeckungen. Wie Sie gemerkt haben, meine Damen und Herren, der Vorteil einer solchen komprimierten Tagung, wo wir Gott sei Dank auf gut gepolsterten Stühlen sitzen und so viel gesagt bekommen, dass wir am Ende gar nicht mehr wissen, was der Anfang war. Aber der Anfang war übrigens, Frau Zippel, gut gegliedert. Und was dann kam, ebenfalls sich so wunderbar anfügend, dass wir jetzt das Gefühl haben, am laufenden Band Namen, die wir gehört haben oder schon kannten, miteinander gekoppelt zu sehen. Bei meinen frühen Annäherungen und Entdeckungen gehe ich also relativ schnell weiter, denn was nun der Moseldichter, der Lateinische oder der Rheindichter gesagt hat, mag uns irgendwie berühren, aber wir können vielleicht noch vorab auf zwei Punkte hinweisen, denn auf die berühmte Stelle, die Gründgens sprach, als er nach Düsseldorf zurückkam und in Hamburg schon Generalintendant war, und als sie so unbändig klatschten, die niederrheinischen Düsseldorfer, schrie er Nein. Und die dachten, was macht er jetzt denn? Ich bin nicht geboren in Indien, so heißt nämlich das Zitat. Das Licht der Welt erblickte ich an den Ufern jenes schönen Stroms, wo auf grünen Bergen die Torheit wächst und im Herbste gepflückt, gekeltert, in Fässer gegossen und ins Ausland geschickt wird. Das ist bei Heinrich Heine einem der wichtigsten Beiträge zur Rheinlyrik, das Reisebild Ideen, das Buch Les Grands, eine Art Autobiografie in fantastischen Zügen eines noch nicht mal 30-jährigen jungen Mannes. Man sei bei dieser Gelegenheit an die eben herangezogene Lyrikdefinition erinnert. Das Adjektiv schön bestimmt den Diskurs und die durch die Abhängigkeit vom Hauptprodukt der Landschaft erreichte törichte Sichtweise muss zur Erleichterung der Lebensführung einfach in Kauf genommen werden. Der Rheingau hat mich hervorgebracht, lautet beispielsweise die Bestimmung der Herkunft am Anfang der Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull von Thomas Mann, der fortfährt und damit dem liebenswürdigen Schlawinertum des Romanhelden den Ausgangspunkt bereitet, wörtlich jener begünstigte Landstrich, welcher
gelinde und ohne Schroffheit, sowohl in Hinsicht auf die Witterungsverhältnisse wie auf die Bodenbeschaffenheit, reich mit Städten und Ortschaften, Herr Molitor, Sie merken, Ihre Bilder waren schon von Krull so gesehen, reich mit Städten und Ortschaften besetzt und fröhlich bevölkert, wohl, auch das haben wir heute mehrmals gehört, zu den lieblichsten der bewohnten Erde gehört. Mein Gott, sind wir froh, dass wir hier im Rheinforum sind. Kein Wunder, dass eine solche Landschaft der liedhaften Lyrik das größtmögliche Betätigungsfeld eröffnet. Hübsch auch, dass dem Krull der Schaumweinfabrikation gedacht wird und dass der Vater des Protagonisten als Inhaber der Firma Engelbert Krull die untergegangene Sektmarke Lorlei Extra Cuvée erzeugte, womit wir schon gleich bei der aufsehenerregendsten, wenn nicht Hauptattraktion der Rheingedichte wären. Vom Bier also überhaupt keine Rede, das allem Anschein nach innerhalb der Rheinliteratur eher eine untergeordnete Rolle spielt. Doch nun eben die Beispiele nochmal auf unseren Decimus, Magnus, Ausonius und Venantius Fortunatus. Das hört sich alles gut an. Wovon Sie eigentlich sprechen, ist der bläuliche Rhein mit den schäumenden Wogen. Und dann hat Frau Zippel auch schon erwähnt, in dem Van den Vondel-Gedicht Rheinstrom, was man durchaus wissen soll, durchlauchter Rhein heißt die Ansprache. Und von Mein süßer Traum, auch das haben wir als Zitat schon gehört, ist die Rede Mein süßer Traum, das soll auf diese Phantasmagorie hinweisen, von der ich eben sprach. Mit 7 Meilenstiefeln springen wir in die neuere deutsche Literaturgeschichte, auf die Beispiele aus englischen, französischen, russischen oder gar japanischen Bezirken müssen wir leider verzichten, dass es sie gibt, haben Sie auch schon hier gehört. Friedrich Gottlieb Klopstock thematisiert jenes Geschenk des Stromes, das zu seinem Markenzeichen geworden ist, nämlich der Rheinwein, noch ungekeltert, aber schon feuriger, dem Rheine zuhingst, der dich mit auferzog und deine heißen Bergefüße sorgsam mit grünlicher Woge kühlte, eben das Bläuliche des Rheins und das Grünliche, das gibt eben doch das Gesamtbild, sodass wir also bei Herrn Scheuren im Museum das alles sehen können, wie es sowohl grünt und blüht und blaut, und das ist das Schöne am Rhein. Friedrich Hölderlins aus Schwaben und damit vom Neckar hymnische Strophen der Rhein, auch der schon hier genannt, feiern den edelsten der Ströme, den freigeborenen Rhein, und nennen nicht nur durch die Beschwörung der Freiheit, sondern auch durch die andere wesentliche Komponente bereits jene Charakteristik, die wir noch heute gern verwenden und die auch ja insgesamt, wie wir auch schon gehört haben, üblich war, nämlich die Vaterschaft. Das väterliche Bild für den Rhein begegnet uns im folgenden Metapherngebrauch auch beim Rhein immer wieder und hat ja selbst noch Krulls Jugendbericht getönt. Goethe darf nie fehlen, nicht nur überhaupt, sondern auch wenn es um den Rhein geht. Sein Gedicht Rhein und Main ist eine ungemein sensible Reverenz an den Rhein des im Frankfurter Main geborenen größten Lyrikers im europäischen Konzert, wie selbst sein Nachfolger Heinrich Heine neidlos an ihm zu schätzen wusste. Was ich dort gelebt, heißt es genossen, was mir all dorther entsprossen, welche Freude, welche Kenntnis, wären allzu lang Geständnis, möge es jeden so erfreuen, die Erfahrenen, die Neuen. Das sind die letzten 6 der 6-zeiligen Auftaktstrophen des dann 4-zeilig fortfahrenden 5-strophigen Gedichts mit dem Klassiker Goethe, der sich im Alter selbst in die eigentlich von ihm kritisch beäugten romantischen Gefilde vorgewagt hat, gelangen wir endlich in jene zwischen Naturgeheimnis und übermenschlichem Mythos angesiedelte Gegend, die als Rheinromantik ganze Generationen hindurch fröhliche Urständ gefeiert hat. Drittens, rheinromantische Vollendung. Erst im Rahmen, der sich ins Mittelalter, in die Tradition, in die vorzüglich katholische Religion und ins Heilige, in das Gemüt und die Unendlichkeit zurückfühlenden frommen Begeisterung der Romantik erheben sich Rhein und Rheinlandschaft zu jener bedeutenden Topographie der Seele, als die sie viele Jahrzehnte hindurch gerade auch die lyrische Landkarte bestimmt hat. Clemens Brentano, der mit Synästhesie, jener sämtliche Sinne vereinigenden menschlichen Urkraft und mit zauberischem Wohlklang aus Alliteration, Binnen- und Endreim besonders ausgestattete, gelegentlich geradezu überspannte Dichter,
hat nicht nur den gleich in einem besonderen Abschnitt eigens zu beschreibenden Loreley-Kult erfunden, sondern auch Töne angestimmt, die dem Rhein eine Dimension verliehen, die ihresgleichen sucht. Die Vereinigung unterschiedlichster landschaftlicher und tageszeitlicher Erscheinungsformen hat er längst vor dem ebenfalls von den Musen besonders begünstigten Heine auf unnachahmliche, sämtliche zum Stil der Zeit gehörenden Ingredienzien miteinander verknüpfenden Weise beschrieben. Die Naturerotik antiker Herkunft wird mit der regionalen christlichen Frömmigkeit aufs Schönste verschmolzen. Sein dreistrophiges Gedicht, das ich Ihnen ganz vortragen möchte, denn da erleben Sie das, was man offenbar im frühen 19. Jahrhundert mit dem Rhein, seiner Landschaft, besonders hier mit der Gegend, sagen wir mal doch, die als Mittelrhein bezeichnet wird, beschreibt. Himmel oben, Himmel unten, Stern und Mond in Wellen lacht und in Traum und Lust gewunden spiegelt sich die fromme Nacht. Welch entzückend laues Wehen, Blumenatem, Traubenduft, wie die Felsen ernsthaft sehen in des Widerhalles Kluft. Rhein, du breites Hochzeitbette, himmelhohes Lustgerüst, wo sich spielend um die Wette Stern und Mond und Welle küsst. Sie merken, dass es eben dieser berühmte Wohlklang, weh mir, wer wollte wohl weinen, wenn wiegend das Wogen um sie süß sinnend die Sternlein scheinen. Das kann keiner so schön wie Brentano. Der Mittelrhein steht eindeutig im Mittelpunkt der Betrachtung der rheinromantischen Bewegung mit all ihren Ausläufern und Brüchen. Will sagen, die Vielfalt des romantischen Ruhmes vereinigt die nach Herkunft und Selbstverständnis unterschiedlichsten Dichter. Selbst der Gründervater der Romantik, Friedrich Schlegel, greift in die Leier und besingt in einem langen und umständlichen Gedicht das versunkene Schloss, beginnend mit der Zeile »Bei Andernach am Rheine«. Also er ist wirklich umständlich. Und wenn Sie seinen Roman lesen, zusammen mit seiner liebenswürdigen Gattin Dorothea, dann können Sie alle Ihre Eheprobleme vergessen, Sie schlafen vorher ein. Und Josef von Eichendorff, einer der liebenswürdigsten romantischen Vertreter, muss es in seiner Sängerfahrt mit niemandem verderben. Vom tiefblauen Himmelsdom und klaren Wellen, von der ew'gen Jugendstrom, rüstigen Gesellen und duftigen Frühlingsreich ist die Rede, von Becher und Gesang des Sprechers, der tiefe und sinnvolle Verse spricht, deren Charme gelegentlich heute noch die Rheinseligkeit sogar des auch hier schon angesprochenen Karnevals belebt. Das grüne Vaterland wird berufen und Herzblut und Leben den Brüdern versprochen. Schließlich heißt es eben bei Eichendorff in kluger Metaphorik: So fahrt im Morgenschimmer, sei's Donau oder Rhein, ein rechter Strom bricht immer ins ew'ge Meer hinein. Ich will sagen, auch nach einem lang dauernden Nachmittag hier im Rheinforum, wir werden irgendwann das ewige Ziel erreichen. Muss man auch andere Namen nennen? Es gab viele davon, die heute nur im entsprechenden Zusammenhang ihre Rolle spielen. Ob die Stiftsdame Adelheid von Stolterfoth oder Karl Simrock, Wolfgang Müller von Königswinter, der übrigens der Arzt der Familie Schumann in Düsseldorf war und der übrigens Heine besucht hat, darüber eine Höllenfahrt schrieb, also ein ganz gewitzter Mann, oder August Kopisch, dem sie die Heinzelmännchen von Köln verdanken, unter die blaue Grotte in auf Capri entdeckt hat. Ja, selbst Heinrich Hoffmann von Fallersleben, der genau, Frau Boccia, wie Sie wissen, zu ihrem Engländer am Rhein passt, er hat so furchtbare Verse geschrieben, die wir vor Jahren für viel Geld gekauft haben und die ich so wunderbar ediert habe, dass kein Mensch sie liest. Also Heinrich Hoffmann von Fallersleben, Ferdinand Freiligrath, Gottfried Kinkel und viele andere. Sie alle trugen zum Lobe des Rheins bei und waren nicht immer die schlechtesten. Der Rhein gehörte eben zur kulturellen Identifikation im 19. Jahrhundert. Nationalistisch übertrieben haben es dagegen in jener Zeit, wie wir wissen, Nikolaus Becker und Max Schneckenburger im Jahre 1840. Der Letztere mit Die Wacht am Rhein, Sie haben das von Herrn Möhlich eigenhändig nachgetippt, alles an der Wand hier gelesen. Und der Erstere mit seinem wässrigen Kampfruf gegen die Franzosen, sie sollen ihn nicht haben, den freien deutschen Rhein. Ihnen hat Heine
in seinem Versepos Deutschland ein Wintermärchen von 1844 kräftig die Leviten gelesen. Übrigens, er ist nicht für den Weiterbau des Doms, das ist wohl wahr. Aber wie das im Leben so spielt, und fragen Sie selber Ihre Seele, falls Sie den Beichtspiegel noch haben oder ihn gelegentlich benutzen oder ob Sie protestantisch zum Reformationstag in sich gegangen sind. Man kann das eine wollen und es dann doch nicht tun. Er war durchaus im Vorstand jener kleinen Pariser Gesellschaft, die für den Aufbau des Kölner Doms war. Genau wie die Droste, anfangs im selben Jahr geboren wie Heine, auch für den Aufbau war und dann auf einmal merkte, so geht es nicht. Das ist ja, warum hier die Rheinforen veranstaltet werden. Wenn man weiß, wo es richtig hingehen soll. Also, dort sein neues und besseres Lied für die künftige Generation angestimmt und sein eigenes kunstvoll ironisches, gleichzeitig so familiäres Kölner Gespräch mit dem Rhein zu einem der Höhepunkte des Pariser Reiseberichts nach Deutschland gemacht. Schon die ironisch liebenswürdigen Wendungen daraus vom Vater Rhein, an den er mit Sehnsucht und Verlangen gedacht habe, sowie die unübertroffene Anrede des Rheins an seinen Dichter als mein Junge, belegen Heines Fortschritt im Umgang mit dem Rhein, zu dessen Lobredner und Verwandlungskünstler, besonders während der frühen deutschen Zeit aufgrund seiner Düsseldorfer Herkunft und des Studiums in Bonn, er gewesen war. In der Tat, der frühe Heine, dem wir das berühmteste Loreley-Gedicht und im Erzählfragment der Rabbi von Bacharach eine jüdische Rheinromantik verdanken, denken Sie daran, da sagt der Erzähler über das furchtbare Pogrom in Bacharach, der Vater Rhein mag es nicht, wenn seine Kinder weinen. Und er meint damit eben die aus Bacharach vertriebenen, das heißt noch übrig gebliebenen Juden. Es ist nur dieses kinderlose Elternpaar, Abraham und Sarah. Der Name spricht so für die Kenner des Alten Testaments eine eigene Symbolik an. Also, Heine hat auch ansonsten dem Rhein gehuldigt, dass es eine Freude ist. Vor allem das Gedicht, das hier schon mehrfach betont und zitiert wurde, jedenfalls die erste Strophe, Berg und Burgen schauen herunter, besser kann man es auch nicht sagen. Es ist von einem jüdischen Autor, damals, ich glaube, noch nicht getauft, ein Gedicht mit dem wunderbar deutschen Stabreim, was man auch Alliteration nennen kann, Berg und Burgen schauen herunter, es, Brentano, sehr nah. Also es ist eines von mehreren Beispielen für den romantischen Schmelz. Aber damit Sie merken, dass es bei Heine immer auch die Privatgeschichte gibt, auch bei dem angesprochenen Gedicht aus Köln. Das wunderbare Bildnis im Kölner Dom erinnert doch den Ich-Erzähler oder Sprecher, den Sie nie mit dem Dichter selbst in einen Topf werfen dürfen. Aber gewisse Ähnlichkeiten oder Fäden gibt es schon. Also freundlich grüßend und verheißend lockt hinab des Stromes Pracht, heißt die vorletzte Strophe. Doch ich kenne ihn, den Rhein. Oben gleißend birgt sein Inneres Tod und Nacht. Oben Lust im Busen tücken, Strom, du bist der liebsten Bild. Die kann auch so freundlich nicken, lächelt auch so fromm und mild. Damit Sie wissen, wenn wir am Rhein wohnen, sind wir auch gleichzeitig wir selber. Dass auch noch der todkranke Heine in Paris dem Godesberger Rhein und dem dortigen Weinlokal nachhing, belegt das späte Fiebertraumgedicht »Mir lodert und wogt im Hirn eine Flut«, bei dem Erinnerung und Morphiumdosis sich gegenseitig zu ungeahnten Höhen wie Abgründen erheben bzw. treiben. Insofern behält die Bemerkung des Bonner Germanisten Oskar Walzel, der zu Anfang des 20. Jahrhunderts die schöne 10-bändige Heine-Ausgabe beim Inselverlag herausgab, ihr Recht. Walzel sagt, er selbst, also Heine, hat in gebundener und ungebundener Rede Landschaft und Leben am Rhein mit sicherer Hand gezeichnet, so wie Heine in der Wallfahrt nach Kevlar hatte vor ihm keiner die katholische Welt am Rhein künstlerisch auszudrücken verstanden. Ein paar Verse von Heine über Köln geben mehr Rheinstimmung als ganze Seiten älterer Dichtung vom Rhein. Das war Zitat eines längst vor meiner Studienzeit in Bonn verstorbenen Germanisten. Viertens, die Loreley als Sonderfall. Das können wir relativ schnell machen. Sie kennen alle, und das wurde ja immer wieder betont, die Hexe Loreley, und Sie kennen das heinische Gedicht, ich weiß nicht, was soll das bedeuten, dass offenbar, wenn Sie auf dem Rhein an der Loreley vorbeikommen, gar nicht so viele Strophen hat wie der echte Text, sondern das hat dann die zweite Strophe, warum ist es am Rhein so schön? Was ist daran Übertreibung bei diesem Gedicht? Was Ironie? Was sentimentaler Ernst? Was gelungene romantische Verzauberung von Ort und Tageszeit, Fluss und landläufigen Bedingungen zu einem Rahmengedicht,
ich weiß nicht, was soll es bedeuten. Und am Ende, ich glaube, die Wellen verschlingen. Am Ende, diese Art von auf die Person bezogener Subjektivismus macht den aus dem Loreleifelsen, wo dann durch den Abendsonnenschein alles so golden runterfließt. Ist es Natur? Ist es belebte Natur? Das wollte ich damit andeuten. Also zu einem Rahmengedicht aus subjektiver Emotion und dazu kontrastierter Sage. Das Ergebnis macht es und ist selbst in der überstrapazierten Vertonung von Friedrich Silcher aus dem Gefühlshaushalt auch nicht der Deutschen wegzudenken. Ich glaube, beim Tippen habe ich mich selber übertroffen. Ich glaube, das kann man streichen. Das Ergebnis ist also selbst in der überstrapazierten, man soll nie wörtlich vorlesen. Das Ergebnis ist selbst in der überstrapazierten Vertonung von Friedrich Silcher aus dem Gefühlshaushalt auch nicht der Deutschen wegzudenken. Der Paraphrasen sind unzählige. Joachim Ringelnatz und Karl Valentin sind zu nennen. An Erich Kästners Handstand auf der Lorelei, was wohl auch wirklich weil irgendwie mal vorkam, sei erinnert und wir haben es auch hier schon gehört. Aber auch an Rose Auslenders, Rekurs auf die Lorelei oder Ulla Hahns, die immerhin in Monheim aufgewachsen ist. Beziehung zu eben dieser Gestalt als meine Lorelei bis hin zu ihren Beobachtungen zur eigenen Texterfindung. Wolfram Edwin Dahl, 1928 in Solingen geboren, hat neben dem früheren Traum von Lorelei auch in seinem letzten Lyrikband von 2008 im Text Am Rheine ebenso auf das heinische Vorbild von der Lorelei Bezug genommen, deren Allgegenwart wirklich nicht unterschätzt werden darf, wie Enno Stahl, Jahrgang 1962, in seinem Rheinfahrtlied Fluss und Lorelei sprachlich zerhackt hat. Fünftens, und letztens ist es auch wackere Fortsetzung. Vorab sei gesagt, in China, habe ich mir gerade noch sagen lassen, werden alle Kinder im kleinen Alter, wenn sie denn Gedichte lernen, mit dem Weberlied von Heine, das haben wir nicht vergessen, 1844, es konnte nicht gedruckt werden, war als Flugblatt verteilt, und eben mit der Lorelei werden sie mit einem deutschen Dichter auf, ich finde, in der Waage sich doch gleichhaltende Texte. Beide sind sie vorzüglich und beide zeigen sie verschiedenen Seiten einer Medaille, werden sie bekannt gemacht. Auswendig lernen müssen sie es und singen können sie die Lorelei. Fünftens, wackere Fortsetzung. Vielleicht ist es etwas zu ironisch, was ich als Überschrift habe, aber manches ist auch tatsächlich wacker. Was für die zahlreichen Adaptionen des Lorelei-Mythos gilt, hat auch für das gesamte Rhein-Thema Geltung. Den Schriftstellern fällt immer wieder auch in Gedichten etwas dazu ein. Der Rhein und seine Landschaft wollen nach wie vor besungen sein. Ich erinnere an Herbert Eulenberg aus Köln-Mühlheim, der in Düsseldorf das Haus Freiheit besaß, den heute leider auch keiner mehr kennt und der Gedicht nach Gedicht, alle in Sonettform, alle wunderbar reimend, auf seine Frau dichtete zum Beispiel oder wenn er die Treppe runterging, um eine Flasche Wein zu holen, was oft vorkam. Hier möchte ich weiterhin einerseits auf die ständige Präsenz bei seinen, in diesem Falle Köln-Bonner Landeskindern, hinweisen, nämlich auf Verbeek, der eben auch schon genannt wurde, der immerhin sowas wie malerische, wie skeptische Rheingedichte in seinen Sammlungen gibt und andererseits nur auf einen kleinen, gewissermaßen akademisch-lyrischen Ausflug aufmerksam machen, der diesmal dem Niederrhein gewidmet ist, der ansonsten innerhalb der dichterischen Bemühungen nicht unbedingt an erster Stelle steht. Die Autorinnen und Autoren eines Prosa und Lyrik umfassenden hier herangezogenen Lesebuchs sind nicht unbedingt bekannt, doch zum großen Teil durchaus wortgenau imstande, ihr Anliegen vorzutragen. Sie stammen oder wohnen in der Regel auch im niederrheinischen Gebiet, bilden die Generationen bis in die 1970er Jahre ab und sehen trotz immer wieder greifbarer Bewunderung aus Erinnerung und gegenwärtigem Reiz ehrlich und offenen Auges durchaus jene Gefährdungen, von denen zu Beginn die Rede war. Es sei nur ein Text von der in Mönchengladbach lebenden und 1943 in Göttingen geborenen Verena Raupach genannt, die mir nicht bekannt ist. Der Name ist sehr bekannt im 19. Jahrhundert. Da gab es den berühmtesten Theaterdichter, das war ein Raupach, und Heine nahm ihn sehr auf die Schippe. Also die Dame ist mir nicht bekannt. Der die durch die Industrie verursachte Veränderung, die als Untergang empfunden wird, unter dem Titel Pesthauch nicht beschönigt. Und ich will es nur uns ins Gewissen nochmal schreiben, damit wir daran denken, dass wir das, was schon an Positivem erledigt worden ist in der Rettung unseres schönen Rheins, dass wir daran weiter festhalten. Sie schrieb diesen Text vor einigen Jahren. Diesen Schatten, schreibt sie, vergesse ich nicht. Den Schatten von Rheinbraun, dort in der Ferne ein zartes Gespinst,
kaum merklich gelb und grün an den Rändern. Pesthauch. Eine Sonne am Abend, breiter, behäbiger Pfannkuchen brät in ranzigem Fett. Denn dort, wo einst Wald war, versammeln sich tote Tiere nun. Und in der erschöpften Ödnis spiegelt sich kein Himmel mehr. Weiter wollen wir es, bei Gott, wirklich nicht kommen lassen. Die lyrische Rheinlandschaft singt uns nicht nur das Wiegenlied, sondern weckt uns auf, damit wir ebenso rechtzeitig wie richtig handeln. Ich danke Ihnen.